2000 Meter Hindernis. Fünf Runden im Schönbruchstadion für 17 Hindernisläufer. Auch da schauen wir der Vollständigkeit halber auf den Meeting-Rekord. 5 Minuten 28,78. Jakob Araptali, der Mann aus Uganda, der hat hier eine Fabelzeit vor einigen Jahren hingelegt. Die wird sicherlich nicht erreicht, muss aber auch nicht immer sein. Wir haben schon den Meeting-Rekord heute mit Alina Reh feiern dürfen. Und die Rekorde in Tübingen, 3000, die sind auch wirklich ganz, ganz schwer zu knacken. Der erste Wassergraben, der ist geschafft. Konstantin Wedel, der Mann aus Bayern, für die LG Telis Finanzregensburg in Führung. Ja, wir hatten schon Temperaturen hier im Wieshaus, da war der Wassergraben eine willkommene Abkühlung für unsere Hindernisläufer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute so angenehm ist, aber die Jungs, die sind hart. Und haben das entsprechende Schuhwerk an, dass das Wasser schnell abläuft. Nach wie vor Konstantin Wedel. Dann an zweiter Stelle Yannick Seelhöfer vom SC Melle 03 und Andrej Hotford aus der Tschechischen Republik. Und ihr gebt nochmal alles unten auf dem Wassergraben. Auf geht's! Die Zuschauer hier in Wieshausen, die machen nochmal mit. Nehmt die Hände raus aus den Taschen und applaudieren. Zwei Runden sind es noch. 800 Meter im Schönbruchstadion. Tribüne, dann Yannick Seelhöfer und Andrej Hotford, der führt die Verfolgergruppe an. Vorletzter Wassergraben. Und jetzt die Schlussglocke für Konstantin Wedel. In der Kurve um 300 Meter sind es noch Gapfenbach.
Die Jungs aus den letzten 300 Meter. Auf geht's, wie Pausen. Viertletztes Rennen am heutigen Sonntag beim Läufermeeting. Brian Weisheit, LSC Hilstatt-Alsch, der Ritter im Feld. Der dritte Platz, der wird nochmal spannend. Vorne, da scheint alles klar zu sein. Ein Startziel für Regensburg, für die LG Felix Finanz und Konstantin Wedel. Wir schauen auf die Uhr. 5:50. 8:0 die Zeit für Konstantin Wedel, LG Felix Finanz Regensburg. Weiter wird es dann Yannick Seelhöfer vom SC Melle 03. Und vor dem nächsten Lauf gibt es schon die nächste Siegerehrung. Auch wir sind da so langsam auf die Zielgeraden.